kojima i sam pripadam. Ein zerstörtes Dorf in Bosnien. Diesmal haben Moslems aus Srebrenica die Serben angegriffen. Gewöhnlich bringen die Moslems einige Leute um und verschwinden dann. Jetzt haben sie das ganze Dorf niedergebrannt. Die Entwicklung hat sich so zugespitzt, dass niemand mehr die Situation im Griff hat. Die Serben beschlossen, Srebrenica zu erobern. Dieser Entschluss war letztlich der Auslöser dafür, dass die Amerikaner Frieden in Bosnien stifteten. Aber erst, nachdem die Bevölkerung von Srebrenica geopfert worden war. Zehntausende Moslems waren vor den Serben hierher geflüchtet. 3 Jahre lang waren sie in der Stadt eingeschlossen. Unsere Leute hier haben genug gelitten. Sie wollen endlich in Frieden leben und in ihre Häuser zurückkehren. Kommandant Oric und sein Stab wurden ins Hauptquartier befohlen. Wir sahen den serbischen Angriff auf Srebrenica kommen. Sie sollten neue Instruktionen erhalten. Das war ein Trick, um die Befehlshaber aus Srebrenica herauszulocken. Sie durften nicht zurückkehren. Auf der Prioritätenliste der bosnischen Regierung stand die Enklave nicht mehr an erster Stelle. Unsere Regierung hat viele politische Konzessionen gemacht. Viele Feuerpausen wurden akzeptiert, nur um Srebrenica zu retten. Srebrenica aber war verloren. Die bosnische Regierung hatte begriffen, dass niemand einen Finger krumm machen würde, um die Stadt zu retten. Nicht einmal ihre wohlgesonnensten Freunde im Westen. Im Juni erschien uns das Schicksal von Srebrenica ziemlich hoffnungslos. Wir waren damals der Meinung, dass eine Art Tausch dieser kleinsten der östlichen Enklaven gegen mehr Land in Mittelbosnien letztlich das Klügste wäre. In den ersten Julitagen griffen die Serben an. Ohne seine Befehlshaber konnte Srebrenica dem serbischen Vormarsch nicht lange standhalten. Unser letzter Funkspruch lautete: Unsere Zeit ist abgelaufen. Srebrenica ist gefallen. Wir versuchen herauszukommen. Um dem serbischen Soldaten zu entkommen, flohen tausende Moslems aus Srebrenica in die Wälder. Als wir die Frontlinie passierten, mussten wir ein Minenfeld durchqueren. Ich ging in den Fußstapfen meines Vordermanns. Das war die einzige Möglichkeit, die Minen zu vermeiden. So marschierten sie 65 Kilometer durch den Wald, in ständiger Angst, von serbischen Soldaten entdeckt zu werden. Stellen Sie sich das vor, 15.000 Leute, einer hinter dem anderen. Wer von den Moslems diesen Gewaltmarsch nicht mitmachen konnte, suchte Schutz bei der UNO-Truppe. »25.000 Moslems standen am 12. Juli vor der UNO-Basis in Srebrenica. Doch die Handvoll UNO-Soldaten wurden von der bosnisch-serbischen Armee und ihrem Kommandanten, General Mladic, zur Seite geschoben. Auch der bosnische Serbenführer Karadzic lieferte Sprüche für die Presse und das Fernsehen.
Unsere Armee ist sehr verantwortungsbewusst. Zivilpersonen sowie das UNO-Personal sind in absoluter Sicherheit. Die Serben stellten Busse zum Abtransport für die Zivilisten zur Verfügung. Als aber die Busse auf muslimischem Gebiet ankamen, stiegen nur noch Frauen und Kinder aus. Die Männer waren verschwunden. Es gab kein Entkommen. Allein auf diesem Feld liegen etwa 2000 Männer aus Srebrenica begraben. Das Massaker dauerte mehrere Tage. In einem Dorf stießen wir auf Leichen, die niemand begraben hatte. Zwischen 130 und 200 Männer sind hier erschossen worden. Wir wollten sehen, ob Bekannte darunter waren, aber der Gestank war unerträglich. Die Moslems, die in die Wälder flüchteten, waren für die Serben eine leichte Beute. Das Leben in Srebrenica war die Hölle. Aber was wir an diesem Tag erlebt haben, das war der 9. Kreis der Hölle. Wir waren umzingelt. Sie schossen mit Granaten und Panzerabwehrwaffen auf uns. Die Leute kamen heraus und ergaben sich. Die Leute begannen zu schreien. Sie drehten durch und richteten ihre Waffen aufeinander. Dann begann eine Selbstmordwelle. Ich sah, wie drei meiner Freunde sich aneinander klammerten. Einer zog den Abzug einer Handgranate. Alle drei waren tot. Zwei Jahre vorher hatte ein französischer General den Einwohnern von Srebrenica ein Versprechen gegeben. Unter dem Eindruck dieser Ereignisse appellierte der neu gewählte französische Präsident an die UNO, sie möge ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Ich habe unseren Verbündeten einen Vorschlag gemacht. Da für sie das internationale Recht und die Einhaltung der Menschenrechte einen hohen Wert darstellen, habe ich zu einer gemeinsamen, harten, aber begrenzten Aktion aufgerufen. Im Klartext, zur Rückeroberung der Enklave von Srebrenica. Niemand glaubte, dass französische oder andere UNO-Truppen in Bosnien stark genug dazu wären oder das Mandat für diese Aktion hätten, die einer Kriegshandlung gleichkäme. Die britische Haltung sprengte die Allianz, die die UNO nach Bosnien gebracht hatte. Präsident Chirac suchte anderswo Unterstützung. Präsident Clinton hörte dem Präsidenten Chirac mit großem Interesse zu. Er äußerte aber Bedenken hinsichtlich der Machbarkeit und schlug dann eine Alternative vor. Clinton sagte dem französischen Präsidenten, dass er bereit sei, Gewalt anzuwenden, aber nur um ein stabiles Kräfteverhältnis in Bosnien zu schaffen. Seine Berater hatten einen Plan ausgearbeitet, der Umsiedlungen vorsah, was früher als ethnische Säuberung verpönt gewesen war.
Die Serben sollten die isolierten muslimischen Enklaven nahe der serbischen Grenze erhalten. Im Gegenzug sollten die Moslems einen breiten Streifen serbisch kontrollierten Gebiets bekommen. Das bedeutet, dass die Grenzen nicht verwinkelt um die jeweils dort ansässige Bevölkerung ausgehandelt werden, sondern dass wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, um eine möglichst vereinfachte Landkarte zu bekommen. Bosniens Verbündeter Kroatien war die Schlüsselfigur in Clintons Plan. Kroatien hatte ein Viertel seines Territoriums an rebellische Serben verloren. Seit 4 Jahren plante Kroatiens Präsident die Rückgewinnung dieser Gebiete. Wir wollten der Welt zeigen, dass wir über militärische Macht verfügen und den Serben klarmachen, dass es nun an der Zeit war, einer friedlichen Lösung zuzustimmen. Mit Unterstützung der USA hatte Kroatien eine Armee aufgebaut, um die rebellischen Serben zu vernichten. Es fehlte nur noch das grüne Licht dazu. Wir wussten, dass ein solcher Angriff eine große Zahl von Flüchtlingen sowie humanitäre Probleme erzeugen würde. Andererseits hat es vieles vereinfacht. Wir wussten schon einige Tage vorher, dass es losgehen würde. Ich traf Präsident Tudjman, um ihm eine Note zu überreichen. Wir sind beunruhigt über die Nachricht, dass Sie eine Offensive in den Sektoren Süd und Nord planen. Diesmal hat der amerikanische Geheimdienst nicht versagt. Wir haben Tudjman zu militärischer Zurückhaltung ermahnt. Selbst eine so strenge Warnung, die ich natürlich ernst genommen habe, konnte mich nicht aufhalten. Ich war überzeugt, dass wir gewinnen können. Tudjman hatte die Signale richtig gedeutet. 3 Tage später wurde Knin, die Hauptstadt der rebellischen Serben, von der kroatischen Armee beschossen. Die Kroaten waren den Serben an Zahl und Bewaffnung weit überlegen. Sie eroberten die rebellischen Gebiete mit Leichtigkeit. Die serbischen Soldaten waren bereits auf der Flucht. Wieder einmal wurden uralte Dorfgemeinschaften entwurzelt. Diesmal über 100.000 Serben, die in Kroatien lebten. Sie waren mit einem Regime verbunden gewesen, das auf ethnische Säuberungen aufbaute. Nun zahlten sie die Zeche dafür. Es scheint, dass die meisten Serben Milizangehörige waren. Die übrigen waren fälschlicherweise überzeugt worden, dass die Ustascha-Faschisten kommen. Sie hatten keine andere Wahl, als zu flüchten. Um eine Rückkehr der Serben mit Sicherheit auszuschließen, brannten Tudjmans Soldaten serbische Dörfer nieder. Zu Hunderten ermordeten sie alte Leute, die bleiben wollten. Ich war der Meinung, dass 70% der Serben da bleiben würden, weil sie einsehen, dass Kroatien ein demokratischer Staat ist, der die Menschenrechte respektiert. Die Serben sind für ihr Schicksal selbst verantwortlich. Präsident Tudjman hatte sein Ziel erreicht: ein ethnisch reines Kroatien. Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
Von ihrem Territorium aus hatten die bosnischen Moslems die Eroberung von Knin unterstützt. Nach den Niederlagen in den vergangenen 4 Jahren gelangte der bosnische Präsident auf die Seite der Sieger. Es war heiß an meinem Geburtstag. Ich traf General Dudakovic, ein berühmter General, der hier sehr populär ist. Ich sagte, ich wünsche dir ein glückliches Bosnien. Wie groß ist es? Hat es sich ein bisschen vergrößert? Dragi vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Die Leute auf der Straße freuten sich. Man konnte die Freiheit förmlich in der Luft spüren. Die Freude sollte nicht allzu lange dauern. Es gab 37 Tote. Die Ballistikexperten bestätigten, dass die Granaten vom bosnisch-serbischen Territorium abgeschossen wurden. 2800 Millionen. Es war genau das, worauf die Amerikaner gewartet hatten. Endlich war eine echte militärische Antwort möglich, nicht nur so ein Geplänkel. Ein richtiger Bombenkrieg, nicht nur Nadelstiche, nicht eine Bombe oder zwei, sondern so viele wie nötig. Ich freute mich darüber, das muss ich sagen, weil die so viele wehrlose Leute umgebracht, die auf Kinderspitäler und auf spielende Kinder geschossen haben, nun endlich auch zu spüren bekamen, was es heißt, als Zielscheibe wehrlos ausgeliefert zu sein. Sie haben es verdient. Die bosnischen Serben waren nicht nur den Bombentreffern ausgesetzt. Als es sich zeigte, dass sie verwundbar waren, wurde ihre Führung zu einem geheimen Treffen in die serbische Hauptstadt geladen. Wir wussten, dass sie uns bombardieren werden, auch wenn wir ihre Bedingungen erfüllt hätten. Ihre Geldgeber, der Präsident von Serbien und der Präsident von Montenegro, hatten sie nach Belgrad beordert. Die bosnischen Serben haben richtig Angst gehabt. Endlich hatten sie angesehen, dass sie Fehler gemacht hatten. Das konnte das Ende der bosnisch-serbischen Republik sein. Die bosnischen Serben hatten diesen Krieg für den Präsidenten von Serbien geführt. 2 Jahre lang aber sperrten sie sich gegen jeden Frieden, den Milosevic inzwischen dringend gebraucht hätte. Er musste sie gefügig machen. Wir wussten, dass Serbien uns nicht für alle Zeit unterstützen würde, aber wir hatten keine andere Wahl, als bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Es war absolut notwendig, den Krieg sofort zu beenden und nicht über Details zu verhandeln. Wir könnten in alle Ewigkeit über Details diskutieren. Dann verlangte Milosevic von den bosnischen Serben eine Vereinbarung, die ihm die Vollmacht gab, einen Friedensvertrag auszuhandeln.
Wir waren zu einer totalen Blockade bereit. Wir hätten nichts mehr durchgelassen, nicht einmal humanitäre Hilfe. Wir hätten die Führer der Bosnisch-Serbischen Republik völlig isoliert. Wir als Serbische Republik hatten unsere Interessen zu verteidigen. Es war nicht leicht für sie, diese Forderung zu unterzeichnen. In Wirklichkeit ist das eine Art politischer Selbstmord. Ein einziger Mann hatte genügend Ansehen, um Karadzic das Gesicht wahren zu lassen. Ich habe unseren Patriarchen gebeten, herzukommen. Er ist das Gewissen unserer Nation. Er konnte das Alibi dafür sein, dass die bosnischen Serben unseren Vorschlag annehmen. Verschiedene Meinungen sind unvermeidlich, aber verliert nie den Blick für das gemeinsame Wohl. Die bosnischen Serbenführer gaben nach. We consider President Milosevic's announcement yesterday that he can now negotiate for the Bosnian Serbs something of a procedural breakthrough. In Wirklichkeit wussten wir, dass wir nun zum ersten Mal die Möglichkeit zu ernsthaften Verhandlungen hatten. Während amerikanische Flugzeuge die bosnischen Serben bombardierten, machte der amerikanische Sondergesandte die Runde bei den Kriegsparteien. President Clinton has set us here today on a mission of peace in a moment of war. Holbrook sollte alle Kriegsparteien von der Notwendigkeit einer Friedenskonferenz überzeugen. Die Serben lockte er mit einer Art Anerkennung ihres Ministaates in Bosnien, der Republika Srpska. Es gibt ein Bosnien und es hat zwei Teile. Das haben alle akzeptiert. Sarajevo ist damit einverstanden, dass ein Teil Bosniens Republika Srpska genannt wird. Im Gegenzug versprach er den bosnischen Moslems, dass die US-Streitkräfte einen Friedensvertrag erzwingen würden. Die amerikanische Reisediplomatie wurde durch den amerikanischen Bombenkrieg unterstützt. NATO-Flugzeuge zerstörten die Kommunikationslinien der bosnischen Serben. Nicht einmal Telefongespräche waren mehr möglich. Präsident Milosevic musste handeln. Er traf Holbrook in Belgrad. Milosevic sagte zu mir, wir müssen den Bombenkrieg stoppen. Er forderte Holbrooks Männlichkeit heraus, indem er sagte, Sie haben doch etwas zu sagen in Ihrem Land. Können Sie, Herr Botschafter, nicht veranlassen, dass dieser Bombenkrieg aufhört? Können Sie das nicht? Holbrook antwortete, dass zuerst die Beschießung von Sarajevo aufhören müsse. Milosevic sagte ihm, er sollte das mit den dafür Verantwortlichen aushandeln. Milosevic und ich, wir verhandelten mit den Amerikanern und sagten ihnen, dass sie Karadzic und Mladic treffen können, wenn sie wollen. Holbrook fragte, gut, wo sind sie? Milosevic antwortete, in einer Villa, knapp 200 Meter von hier. Milosevic wollte Holbrook in Verlegenheit bringen. Ein Treffen mit Karadzic und Mladic, die als Kriegsverbrecher galten, hatten die Amerikaner bisher immer peinlichst vermieden. Das war einer der wenigen Momente während der ganzen Friedensverhandlungen, wo ich dachte, dass Holbrook nicht mehr weiter weiß. President Milosevic has made some suggestions and we're going to take a quick break to caucus among ourselves. Die Amerikaner beschlossen, die bittere Pille zu schlucken und mit den bosnischen Serben direkt zu verhandeln. Also sagten wir zu Milosevic, wir möchten einige Grundregeln klären. Regel Nummer eins, keine historischen Vorträge, keinen Mist. Als die bosnischen Serben an den Verhandlungstisch kamen, verlangten die Amerikaner den Rückzug aller schweren Waffen rund um Sarajevo. Wir konnten dieses Ultimatum nicht in vollem Umfang akzeptieren. Dadurch hätten wir Sarajevo verloren. 150.000 bosnische Serben wären von den muslimischen Soldaten brutal ermordet worden. Sinnlos. Der Krieg ist noch nicht aus. Die schweren Waffen schützen unser Volk. Mladic wird immer zorniger. Schließlich mündet sein Wutausbruch in einem seiner Statements über die serbische Nation.
Je länger alles dauert, desto mehr sind wir Serben ihnen ein Dorn im Auge. Das ist eine Katastrophe für die Weltmacht Nummer 1. Die Vereinigten Staaten wollen, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen. Aber sie werden sich die Zähne ausbeißen an der kleinen serbischen Nation. Nun stellte Holbrook Milosevic auf die Probe. Ich sagte, Herr Präsident, Sie haben uns gesagt, dass hier ernsthaft verhandelt wird. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir gehen. Sie verließen den Saal. Milosevic erinnerte Mladic daran, dass die NATO seine Armee vernichten könnte, wenn mit den Amerikanern nicht weiter verhandelt wird. Ich respektiere General Mladic als Offizier und als Mensch. Aber nach 3,5 Kriegsjahren hat er den Sinn für die Realität verloren. Die Amerikaner wurden an den Verhandlungstisch zurückgerufen. Als uns garantiert wurde, dass die Moslems ebenfalls ihre schweren Waffen zurückziehen werden und uns nicht angreifen dürfen, da stimmten wir zu. Die Serben zogen die schweren Waffen zurück, mit denen sie die bosnische Hauptstadt in Trümmer geschossen hatten. Im Gegenzug stoppten die Amerikaner ihre Luftangriffe. Jetzt brauchten die Amerikaner für die Abhaltung einer Friedenskonferenz nur noch einen Waffenstillstand im übrigen Bosnien. Aber die Moslems und ihre kroatischen Verbündeten waren begierig, Landgewinne zu machen, solange sie das noch konnten. Damals kontrollierten die Serben mehr als die Hälfte des Landes. Klarerweise dachten Präsident Izetbegovic und ich, dass wir die Schwäche der Serben ausnützen müssen. In Westbosnien durchbrachen kroatische Artillerie und muslimische Infanterie die serbischen Linien. Dieser Eroberungsfeldzug löste eine neue serbische Flüchtlingswelle in Richtung Serbien und Montenegro aus. Wir informierten die Amerikaner, dass dieser enorme Flüchtlingsstrom die politische Lage radikal verändern könnte. Die Lage könnte außer Kontrolle geraten. Dann wären auch wir gezwungen, in den Krieg einzugreifen. Holbrook nahm die Warnung ernst. Aber nachdem die Moslems Morgenluft gewittert hatten, fiel es ihm nicht leicht, sie zu überzeugen, ihren Vormarsch zu stoppen. Für sein Anliegen wählte er den Zeitpunkt einer amerikanischen Freundschaftsbezeugung für Bosnien, die Angelobung eines neuen Botschafters. So help me God. Congratulations. Nach der Angelobung fragte ich, ob General Carrick und ich Präsident Izetbegovic unter vier Augen sprechen könnten. Damals waren die Friedensverhandlungen in einer Phase, die wir ohne einen Waffenstillstand nicht so bald wieder erreicht hätten. General Carrick malte ein düsteres Bild der Lage, um den bosnischen Präsidenten zu überzeugen. Wir waren beunruhigt über Waffentransporte, mit denen die Serben ihre Gebiete bei Sarajevo und im Westen neu absichern wollten. Ich sagte, Herr Präsident, die Serben werden die bosnischen Frontlinien durchlöchern, weil diese zu dünn sind. Unsere Offensive war erfolgreich. Die Kommandanten hatten das Gefühl, dass wir weitermachen sollten. Ich sagte, Sie spielen mit dem Schicksal Ihres Landes. Nachdem er in seinen Amtssitz zurückgekehrt war, wollte der bosnische Präsident von seinen Generälen wissen, ob er von den Amerikanern möglicherweise getäuscht wurde. Ich sagte, dass wir für den Vormarsch stark genug seien. Wir sollten einen Waffenstillstand ablehnen. Wir hatten genug Männer und Waffen, um unsere Ziele zu erreichen. Präsident Izetbegovic stand aber vor einem anderen Problem. Eine Woche zuvor hatten die Amerikaner seinen kroatischen Verbündeten gebeten, den Vormarsch zu stoppen.
Tudjman. Tudjman kam dieser Bitte erfreut nach. Er wollte die Moslems ohne dies nicht überfordern. Dieser Teil von Bosnien ist kein kroatisches Gebiet. Wozu also Opfer bringen? Wir wussten, was das bedeutete. Wir hätten allein ohne die Kroaten weiterkämpfen müssen. Die Welt wäre gegen uns gewesen. In so einem Feldzug hätte Bosnien keine Chance gehabt. Aber Izetbegovic meinte, dass er den Waffenstillstand seinen Landsleuten schmackhaft machen müsse. Er sagte, okay, aber wir wollen wieder Wasser, Elektrizität und Gas. In Wahrheit wollten wir Zeit gewinnen. Nach 5 Tagen akzeptierte ich den Waffenstillstand. Aber zuerst mussten wir das Leben in Sarajevo normalisieren. Die längste Belagerung der neueren Geschichte war zu Ende. Die kriegsführenden Parteien in Bosnien haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt und alle militärischen Feindseligkeiten eingestellt. Nun mussten die Berater des Präsidenten aus einem Waffenstillstand einen Friedensvertrag machen. Das erforderte den Einsatz ihrer ganzen diplomatischen Kunst. Sie wählten einen ungewöhnlichen Verhandlungsort. Welcome to Wright-Patterson Air Force Base, one of the largest and most diverse United States Air Force installations. Im Hinblick auf seine Wiederwahl spekulierte Präsident Clinton darauf, dass die 3 kriegführenden Präsidenten in der Isolation des Luftwaffenstützpunkts einen Friedensvertrag zustande bringen müssten. Er gab seinen Leuten 17 Tage Zeit dafür. Are you optimistic about the talks? I am. If I'm not, I wouldn't be here. Thank you. Thank you. Die Hoffnung auf Frieden hing von einem Mann ab, der vor kurzem noch als Kriegsverbrecher bezeichnet worden war. How confident are you the talks will succeed? Well, I'm optimist. I believe the talks will succeed. We attach the great importance to peace initiative of United States. On behalf of President Clinton, I welcome you to the start of these historic peace talks. If we fail, the war will resume and future generations will surely hold us accountable. Und dann ging ich um den Tisch herum, dorthin, wo die 3 Präsidenten saßen, drängte sie zusammen und forderte sie auf, einander die Hand zu reichen, was sie dann auch taten. Izetbegovic wusste, dass die Friedensgespräche die Teilung seines Landes bestätigen würden. Er hatte sich damit einverstanden erklärt, halb Bosnien mit seinem schwierigen Verbündeten Kroatien zu teilen. Der Rest würde an die Serben fallen. Zuerst zeigte man uns einige inakzeptable Landkarten. Ich sagte, die Serben müssen alle unsere Siege verschlafen haben. Von Anfang an ließ Izetbegovic seinen Ministerpräsidenten die Verhandlungen führen. We cannot survive the dead. We cannot survive the 17,000 children dead in Bosnia. But we can get some justice here, and that justice means a fully functional Bosnian state. Integrity, sovereignty, justice, democracy. Thank you. Okay. Die Verfassung eines neuen bosnischen Staates zeichnete sich ab. Die Zentralregierung gab weitreichende Befugnisse an die Muslimisch-Kroatische Föderation und an die Serbische Republik ab. Je mehr aber um die Veränderung der Waffenstillstandslinien gefeilscht wurde, desto mehr fuhren sich die Verhandlungen fest. Ich hatte immer eine 17-Tage-Konferenz vor Augen und wir waren am 16. Tag noch nicht weiter als am 11. Es war grimmig kalt und ich sagte zu Milosevic, machen wir einen Spaziergang. Chris Hill, Milosevic und ich gingen los, begleitet von Leibwächtern. Wir gingen am Zaun des Luftwaffenstützpunkts entlang. Und wir beendeten den Spaziergang im Offiziersclub um 23:45. Holbrooks Assistent bat dann den bosnischen Ministerpräsidenten in den Offiziersclub. Vielleicht konnten sie so von Mensch zu Mensch miteinander sprechen. Ich ging zu Silajic hinüber und sagte ihm, Milosevic will über Gorazde reden. Er wollte an meinen Tisch kommen. Silajic sagte nein. Wenn er an meinen Tisch kommt, hat er in irgendeiner Weise einen psychologischen Vorteil. Er tut etwas, er macht eine Konzession. Deshalb sagte ich nein.
Ich werde zu seinem Tisch gehen. Das sind so unsere kleinen Eigenheiten auf dem Balkan. Sie begannen Serbokroatisch zu sprechen. Milosevic sagte, Haris, Haris, was willst du? Silajcic wollte Sicherheiten für Gorazde, die einzige verbliebene muslimische Enklave in Ostbosnien. Wir wollten sie nicht als Enklave bestehen lassen. Wir mussten sie mit dem Rest von Bosnien verbinden. Wir können diese Krise in Bosnien-Herzegowina nur mit politischen Mitteln lösen. Es gibt keine militärische Lösung. Er sagte, es reicht. Ich werde eine Verbindung schaffen. Ich werde es tun. Ihr könnt eine Straße zwischen Gorazde und eurem Staatsgebiet unter internationaler Kontrolle bekommen. Man kam überein, dass die NATO die Straße Gorazde-Sarajevo bauen sollte. Milosevic musste nur noch mit den Amerikanern aushandeln, wie viel serbisches Land er dafür aufgeben müsste. In dieser Nacht führte ich Milosevic in unseren kleinen Kartenraum, wo wir diese Hightech-Videospiele haben, für die Genauigkeit beim Bombenabwurf. Wir hatten die gesamte Luftfotografie des ganzen Landes vor uns und man konnte mit dem Joystick in jeden Teil des Landes fliegen, stoppen, hinunterblicken, seitwärts blicken, aufwärts oder abwärts fliegen. Holbrook schaute auf den Monitor. Er sagte, da gibt es nur Berge, keine Häuser, keine Dörfer. Wir sagten, das ist Bosnien. Da hat er sich an den Kopf gegriffen. Sie mussten einen Korridor durch das Gebirge finden, der breit genug war, um die neue Straße nach Gorazde verteidigen zu können. Und wir begannen in der Computersimulation zusammen mit Milosevic die Straße quer durch die Berge zu suchen, von Gorazde nach Sarajevo, die den Zweck erfüllen könnte. Wir blieben bis 2 Uhr nachts am Gerät. Eine große Menge Alkohol wurde dabei konsumiert. Schließlich reichte mir Milosevic die Hand und sagte, okay, das ist es. Er hob sein Glas mit den Worten, Richard Charles Albert Holbrook, wir haben unsere Straße. Für die Verhandlungen hatten die Amerikaner ein Limit von 17 Tagen gesetzt. Aber dann mussten sie auf 21 Tage verlängern. Denn die Moslems zeigten sich nicht bereit, die ausgehandelten Kompromisse zu akzeptieren. Die Amerikaner glauben, ein paar Begegnungen würden zu einer Lösung führen. So, als wäre das ein persönlicher Streit. In Wirklichkeit trennen uns Berge von Leichen. Die Bosnier mussten überzeugt werden, dass jetzt sie am Ball waren. Eine der Überzeugungsmethoden, die wir bei den Bosniern anwandten, waren zwei große Tafeln, auf denen die Anzahl der Dinge verzeichnet stand, die sie bei den Verhandlungen erreicht hatten. Was sie vor allem schon erreicht hatten, war mehr Land. Die muslimisch-kroatische Föderation sollte 51% erhalten, die Serben 49%. Auf Christophers Tafel war zu lesen, dass sie durch den Korridor nach Gorazde deutlich mehr als 51% bekamen. Wir zeigten, dass Izetbegovic damit er zustimmt. Er sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Oben auf einer der beiden Tafeln stand in Großbuchstaben, die Föderation bekommt 58% vom Staatsgebiet. Als Warren Christopher ging, stellte er die Tafel in das Zimmer von Präsident Izetbegovic, zwischen Bett und Nachtkästchen, sodass das Einzige, was man sehen konnte, wenn man im Zimmer saß, die Zeile war, die Föderation bekommt 58%. Und dann kam Milosevic ins Zimmer, um Präsident Izetbegovic einen Besuch abzustatten, und sah das. Milosevic hatte keinen Sinn für die Komik dieser Szene. Er begab sich sofort zur US-Delegation. Er explodierte. Er sagte, ich wusste nicht, dass ich so viel Land aufgegeben habe. Ich sagte, das tut mir leid, darauf er. Nur 51-49 kommt in Frage. Holbrook hatte keine Wahl. Er gab beiden Seiten bis Mitternacht des nächsten Tages Zeit, um sich auf eine 51-49-Teilung zu einigen.
Aber die Moslems wollten nicht einen Fußbreit Land aufgeben, bevor nicht ihre Hauptforderung erfüllt war. Von Anfang an hatte ihre Delegation darauf bestanden, dass die Serben alle von ihnen kontrollierten Bezirke von Sarajevo abtreten. Darüber waren die Serben sehr unglücklich. Sie wollten aus Sarajevo eine geteilte Stadt machen. Als Kriegsverbrecher waren die Spitzen der bosnischen Serbenführung von den Verhandlungen ausgeschlossen. Aber einer ihrer Vertreter durfte für sie sprechen. Wir Serben wollten nur die mehrheitlich serbischen Gebiete kontrollieren und unsere eigene Polizei. Das konnte nicht funktionieren. Klarerweise waren wir dagegen. Krajišnik ging zu den Landkarten, schlug mit der Faust drauf und sagte, ich lebe da. Er zeigte auf Ilija, wo er ein Bauernhaus hat, und sagte, ich werde es niemals aufgeben. So hatten sie 6 Stunden später den Krieg praktisch wieder aufflammen lassen. Milošević sagte zu Holbrooke, er werde das regeln. Er machte der muslimischen Delegation ein Angebot. Er sagte, ihr verdient Sarajevo, weil ihr darum gekämpft habt. Und diese Feiglinge haben euch von den Hügeln herunter beschossen. Er meinte die bosnischen Serben. Er gab ihnen die Stadt. Ich war verblüfft. Bald war klar, dass der serbische Präsident etwas im Austausch dafür haben wollte. Silajic sagte mir, dass Milošević die Stadt Brčko verlangte. Die Stadt Brčko liegt in einem Korridor, der die serbische Republik in 2 Teile trennt. Eine neuerliche serbische Aggression könnte durch einen muslimischen Angriff auf Brčko gestoppt werden. Präsident Izetbegovic sagte seinem Ministerpräsidenten, dass er in diesem Punkt hart bleiben müsse. Ich sagte zu Silajic, unsere Landsleute erwarten natürlich einen Friedensvertrag. Aber sie werden enttäuscht sein, wenn der Preis dafür Brčko ist. Mit der ablehnenden Antwort von Izetbegovic kam der Ministerpräsident zurück. Präsident Milošević war nicht einverstanden und sagte, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Ich muss einen Korridor von 15 bis 20 Kilometern haben. In dieser Frage blieb Milošević unnachgiebig. Silajic aber musste immer noch einen Weg finden, um das muslimisch-kroatische Gebiet auf 51% zu reduzieren. Im Morgengrauen kam ihm eine Idee. Er bot einen großen Teil der Gebiete an, die von der kroatisch-muslimischen Armee knapp vor Beginn der Friedensgespräche erobert worden waren. Sie schüttelten einander die Hände und sagten, wir haben eine Einigung erzielt. Holbrooke ließ eine Flasche Wein hereinbringen und sagte, lasst uns das feiern. Wo alle früheren Versuche fehlschlugen, hatten die Amerikaner Erfolg. Der Krieg in Bosnien war zu Ende. In ihrer Freude darüber vergaßen sie aber die kroatische Delegation. Minister Christopher sagte, er würde uns um 1 Uhr nachts sprechen wollen, nach seinem Gespräch mit Milošević. Als er um 2 immer noch nicht da war, gingen wir um 2:30 zu Bett. Ich fühlte, dass etwas nicht stimmte. Ich lehnte mich zu Chris Hill hinüber und sagte, es wäre besser, Sie würden Tutschmann herholen. Und ich sagte, es ist schon 4 Uhr morgens, soll ich nicht lieber Mate Granic holen? Er kam zu mir und sagte, der Außenminister will Sie dringend sprechen. Granic kam um 4.15 Uhr oder 4.20 Uhr. Er war untadelig gekleidet. Ich konnte sehen, wie er zur Seite schaute, weil er dort etwas erblickte, das wie eine Landkarte aussah. Sie boten mir Champagner an. Ich sagte, dass ich Wasser vorziehe, bis ich die endgültigen Vorschläge für die Karte gesehen habe. Wir zeigten ihm die Landkarte und Mate Granic, ein Mann von sanften Umgangsformen, wurde fuchsteufelswild. Weil die Karte das Gebiet entzweischnitt, das vor allem kroatische Streitkräfte von den Serben in Westbosnien erobert hatten. Ein völlig unannehmbarer Vorschlag. Er sprang auf, schlug mit der Hand auf die Karte und sagte, unmöglich, 0,00% Chance, dass mein Präsident das akzeptiert. Ich war energisch in meiner Ablehnung. Ich sagte, 0,0 Chance, dass wir diese Karte akzeptieren. Sie ist absolut unannehmbar für uns. Er drehte sich zu Silajic um und wäre fast handgreiflich geworden. Er sagte, Sie haben das Land hergeschenkt, das wir erobert haben.
Nur zur Erinnerung, nach 3 Verhandlungswochen waren wir alle total erschöpft und hatten sehr wenig geschlafen. In 37 Minuten war die Einigung über den Frieden wieder zunichte. Nun versuchte Präsident Clinton, die Konferenz zu retten. Er telefonierte mit dem kroatischen Präsidenten und ersuchte ihn, auf das Territorium zu verzichten, das sein Außenminister in der Nacht zuvor nicht aufgeben wollte. Ich sagte zu Präsident Clinton, lieber Präsident, genau das habe ich schon gemacht. Ich hatte mich nämlich schon entschlossen, den Frieden nicht wegen einiger Kilometer Felsen zu gefährden. Er war aber nur unter der Bedingung dazu bereit, dass die Bosnier ein Stück Land aufgeben, das sie für sich haben wollten. Christopher kam um 10:30 zu mir. Er wollte seinen Mantel nicht ablegen. Er sagte, ich will Ihre endgültige Antwort innerhalb einer Stunde. Ich verlor meine Gelassenheit bei ihm. Jemand sagte, dass ich ihn angeschrien habe. Das mag etwas übertrieben sein. Aber ich bin so leise, dass man es merkt, wenn ich einmal die Stimme hebe. Unsere Antwort lautete, die Prozentpunkte gehen in Ordnung, aber wir können Brčko nicht aufgeben. Er wollte einen Schiedsspruch über die Stadt Brčko, die in der Nacht zuvor den Serben zugesprochen worden war. Ich sagte nein, ich würde nicht versuchen, noch irgendwas anderes auszuhandeln. Die Vereinigten Staaten haben allen Delegationen soeben mitgeteilt, dass die Friedensgespräche ohne Einigung zu Ende gehen. Nun verständigten sich Milosevic und Tudjman. Vom Beginn der Jugoslawienkrise an hatten die beiden das Schicksal Bosniens entschieden. Milosevic schlug ihm eine Unterzeichnung ohne Izetbegovic vor. Ich sagte ihm, diesen Vorschlag kann ich nicht annehmen. Stattdessen schlug Präsident Tudjman vor, Milosevic möge die bosnische Forderung eines Schiedsspruchs über Brčko akzeptieren. Milosevic sagte, vielleicht zu meiner Idee. Holbrooke und sein Team hatten sich gerade mit dem Scheitern der Konferenz abgefunden, als Milosevic hereinplatzte. Milosevic sagte, okay, mein letztes Angebot. Ich bin einverstanden damit, dass über die Stadt Brčko in einem Jahr von einer internationalen Schlichtungskommission entschieden wird. Sigurno, dass se sve koncesije koje su učinjene ne mogu uporediti sa ostvarenjem rezultata, to je mir. Diesmal wurde vor der Feier mit allen Streitparteien gesprochen. Christopher fragte mich, verlangen Sie immer noch, dass eine Schlichtungskommission über Brčko entscheidet? Dann müssen Sie jetzt sofort unterschreiben, sagte ich zu ihm, und dann gab es eine sehr, sehr lange Pause. Ich sagte ja, darauf Sie, dann ist ja alles okay. Ich sagte zu Warren Christopher, jetzt aber schnell weg von hier. Holbrooke sah aus, als hätte ihn jemand im letzten Moment vor einer Gaskammer gerettet. Hoffentlich sieht er diesen Film einmal. I hope he watches this. I wonder if we could ask the three presidents to stand up and for us to join them standing and express our appreciation for what they've done in Dayton and our hopes for the future.